Hallöchen und herzlich willkommen hier zu dem neuen Video. Vielleicht fragst du dich gerade, warum ich diese Plastikflasche hier dabei habe. Aber diese Plastikflasche kann für uns ein sehr, sehr schönes Hilfsmittel sein, um Angstgefühle oder auch aufkommende oder bereits stattfindende Panikattacken zu regulieren. Was kannst du genau damit tun? Wenn du zum Beispiel gerade eine Angstattacke durchmachst oder Panik hast, ist das Erste, was wichtig ist hier an der Stelle für die Übung, festzulegen, wie stark ist dieser Stress. Das heißt, du machst eine SOD-Skala, eine Stressbelastungsskala für dich fest zwischen 1 und 10. 1 ist wenig, macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn man gerade Angst oder Panik hat, hat man in der Regel immer eine hohe Zahl, zwischen 8 und 10 meistens. Und dann macht es auch Sinn, diese Übung zu praktizieren. Du schließt also die Augen, so wie ich, du nimmst dir diese Flasche und du gibst diese Flasche einfach in deinem eigenen Tempo von links nach rechts weiter. Und dabei atmest du völlig entspannt und gleichmäßig tief ein und aus. Wunderbar. Nach 1 bis 2 Minuten, wenn du das gemacht hast, macht es Sinn, kurz mal Pause zu machen. Und dann machst du Folgendes, du machst wieder die Konzentration auf das Gefühl, das du vorher hattest. Das heißt, du prüfst für dich nach, ist die Angst weniger geworden? Ist sie immer noch da? Ist sie vielleicht auch stärker geworden? Das ist alles nicht schlimm dabei, weil jetzt kommt Runde 2. Das heißt, du gehst wieder in denselben Rhythmus und gibst wieder die Flasche von links nach rechts. Es gibt eine wunderbare Entspannung zurück. Wirklich ein schönes Gefühl. Genau, und wenn du das in der zweiten Runde gemacht hast, ist es ganz einfach, du testest wieder nach, spürst in dich hinein, wie fühlst du dich, wie geht es dir nach Runde 2 und dann kannst du das so lange beliebig fortsetzen, bis du bei einer, sagen wir mal, wohligen Wärme oder bei einem angenehmeren Gefühl angekommen bist. Und was dir helfen könnte dabei, ist auch, wenn du magst, zum Beispiel eine Visualisierung zu machen aus hellem weißen Licht, das dich umhüllt oder wie du dich stattdessen wirklich fühlen möchtest, an eine schöne, positive Situation zu denken. Ganz einfache Selbsthilfetechnik, die super simpel einzusetzen ist. Ist auch eine Routine, die man aufbauen kann, vorm Meditieren, nach dem Meditieren, sowas mal mitzumachen oder eben dann, wie ich es angedeutet habe, in Angstphasen und Stressbelastungssituationen. Hab super viel Spaß beim Austesten. Ich freue mich aufs nächste Mal. Thank you.